Wie heißt dieses Kabel und wo kommt es rein? Warum gibt es einen neuen Anschluss für Grafikkarten und was muss ich beim 12-Volt High-Power-Kabel beachten? Moin Moin zusammen aus Hamburg. Ich bin der Name und heute beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Thema Kabel und Anschlüsse in einem PC. Je leistungsfähiger unsere PCs, desto mehr Daten, Informationen, Instruktionen, aber auch Strom muss transportiert werden. Dabei fungiert das Netzteil als Herzstück eines jeden PCs und versorgt die verbauten Komponenten mit Strom. Wir gehen die wichtigsten Kabel der Reihe nach durch. Wenn ihr Informationen über ein bestimmtes Kabel sucht, nutzt die Timestamps in unserer Videobeschreibung. Angefangen mit dem 12 Volt High Power. Dieser Anschluss ist ein sehr leistungsfähiger Stromanschluss, der mit ATX 3.0 spezifiziert wurde und damit auch eine der wichtigsten Neuerungen. Er ist für bis zu 600 Watt Dauerleistung spezifiziert und fällt durch sein einzigartiges Aussehen auf. Die neuen Signalleitungen, auch Sense-Leitung genannt, können ihren Leistungsbedarf mit dem Netzteil kommunizieren, damit diese genug Leistung bereitstellen kann. Über einen kurzen Zeitraum müssen ATX 3.0 spezifizierte PSUs bis zur dreifachen der Nennleistung einer Grafikkarte bzw. die doppelte Nennleistung des Netzteils bereitstellen können. Bei der Einführung dieses Grafikkartenanschlusses im Herbst 2022 mussten noch Adapterkabel benutzt werden. Neuere ATX 3.0 Netzteile über 450 Watt müssen allerdings verbindlich damit ausgestattet sein. Der Stecker des 12 Volt High Power Anschlusses hat ein kleineres Format als die bisherigen PCIe 6 plus 2 Stecker. Hierbei ist es besonders wichtig, dass du den Steckern, somit die Pins an beiden Enden, vollständig in den Anschluss reinsteckst. Eine einfache Faustformel, die ihr hierbei beachten könnt: erstens, schiebt den Stecker so weit in den Anschluss, bis die Verriegelung vollkommen einrastet. Dann zweitens, überprüft, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist und das Spaltmaß rundherum sehr klein und gleichmäßig ist. Biegen des Kabels nahe am Stecker kann dazu führen, dass der Stecker sich löst. Wir empfehlen daher, das 12 Volt High Power Kabel erst 4 cm vom Stecker entfernt zu biegen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande: biegt die Kabel immer vorsichtig und langsam im nicht eingesteckten Zustand. Dadurch schont ihr die Pins in den Anschlüssen an der Grafikkarte und das gleiche gilt natürlich auch für die Netzteilseite. Nach aktuellem Stand bietet BeQuiet das Pure Power 12M, Straight Power 12 sowie die Dark Power 13 und Dark Power Pro 13 als vollzertifizierte ATX 3.0 Netzteile. Mit der Wahl eines dieser Netzteile seid ihr jetzt und für die Zukunft bestens auf den neuen Standard vorbereitet. Ich hoffe, dass ihr euch mit dieser Info einen guten Überblick zum Thema 12 Volt High Power verschaffen konntet. Kommen wir mal zur der PCIe Stromversorgung. Ältere oder sehr einfache Grafikkarten erhalten ihre Stromversorgung über den PCIe Steckplatz. High-End Grafikkarten benötigen eine zusätzliche Stromversorgung über einen 6-Pin oder 8-Pin Stecker. Der 6-Pin Stecker kann bis zu 75 Watt liefern, während der 8-Pin Stecker bis zu 150 Watt liefern kann. In den letzten Jahren wurden bei den leistungsstarken Grafikkarten bis zu 3 oder 4 Anschlüsse durch diese Grafikkarten verwendet. Dann haben wir diesen langen Stecker hier. Dieser Stecker geht in das Motherboard und ist für alles außer die CPU, GPU und SATA-Laufwerke zuständig. Seit dem ATX 2 Standard wird ein 24-Pin-Stecker vorgeschrieben. Um ältere Systeme zu unterstützen, gibt es 20+4-Pin-Kabel. Interesting Fact: vor einigen Jahrzehnten gab es Rechner, in denen die komplette Stromversorgung über dieses eine 20 bzw. später 24-Pin-Kabel realisiert wurde. Die restliche Peripherie konnte über ihre eigenen Steckplätze im Motherboard mit Strom versorgt werden. Vereinzelt wird das noch in Small Form Factor Motherboards realisiert. Dort ist natürlich die Wahl der Komponenten stark eingeschränkt, da ihre Leistungsaufnahme so klein wie möglich sein muss. 12 Volt P8. Dieser Stecker geht in die CPU-Stromversorgung. Die meisten Motherboards haben einen P8-Anschluss, aber es gibt auch andere Konfigurationen. Ursprünglich wurde der P4-Anschluss für den Pentium 4 definiert und später durch den P8-Anschluss ersetzt. Wenn ihr ein Mainboard haben solltet, das über mehrere Anschlüsse verfügt, wie zum Beispiel einen P8 und einen zusätzlichen P4, dann verbindet immer zuerst mit dem größeren Anschluss, den euer Netzteil zu bieten hat, sprich bei unseren aktuellen ATX 3.0 Netzteilen mit den P8. Stecker. Ältere oder leistungsschwächere Netzteile bieten hierbei teilweise weniger Anschlüsse. Daher empfehlen wir immer vor dem Kauf eines neuen Motherboards zu überprüfen, ob dieses den neuen Anforderungen noch gerecht wird. SATA Stromkabel. Diese Kabel liefern Strom in SATA Laufwerke wie Festplatten und optische Laufwerke, werden aber auch für andere Geräte wie Lüfterhubs oder ARGB-Controller verwendet. Sie haben insgesamt 15 Kontakte und können 3 verschiedene Spannungen, 12 Volt, 5 Volt und 3,3 Volt liefern. Moderne SATA SSDs haben eigene Spannungswandler und benötigen nur noch die 5 Volt Leitung. Die 3,3 Volt Leitung wird kaum noch verwendet. Nun kommen wir mal zu den Lüfterkabeln. Aktuelle Lüfter gibt es mit einem 3-Pin oder 4-Pin Stecker für PWM. Die ersten 2 Pins sind plus 12 Volt und Ground und für die einfache Stromversorgung zuständig. Der dritte Pin gibt die Geschwindigkeit an das Motherboard weiter, damit
er die Geschwindigkeit unter Umständen über die Spannung regeln kann. Der vierte Pin ist für die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit per PWM zuständig. PWM, also Pulsweitenmodulation, wandelt ein digitales in ein analoges Signal für den Lüfter um. Das heißt, die Geschwindigkeit wird über das PWM-Signal des Mainboards gesteuert. Addressable RGB. Wollt ihr eine schöne Beleuchtung für euer System, kommt ihr in ARGB gar nicht mehr vorbei. Der ARGB-Header ist so konzipiert, dass man den Anschluss nicht falsch herum reinstecken kann. 3-Pin ist bei ARGB-Steckern der Standard. Hier auf dem Mainboard sehen wir den ARGB-Anschluss und im Vergleich den 4-Pin-Stecker für klassisches RGB beim 12-Volt-Anschluss. Pin 1, 2, 3 stehen für RG und B, Red, Green, Blue. Dementsprechend kann dieser Anschluss nur einen Farbwert zur gleichen Zeit anzeigen, da die angeschlossenen LEDs nicht einzeln angesteuert werden können. Das heißt, der beliebte Regenbogeneffekt ist nur für den ARGB-Lüfter vorbehalten. Zu den Themen PWM und ARGB haben wir separat auf unserem Blog jeweils zwei tolle Artikel, in denen ihr nochmal tiefer in diese Themen einsteigen könnt. Link ist wieder in der Videobeschreibung. Ein weiteres interessantes Kabel ist das sogenannte Riser-Kabel. Dieses dient dazu, dass ihr eure Grafikkarte nicht mehr horizontal in den vorhergesehenen PCIe-Slot einbauen müsst, sondern zum Beispiel vertikal in das Gehäuse anschließt. Einfacher gesagt ist ein Riser-Kabel eine Art Verlängerungskabel für Grafikkarten. Das eine Ende in den PCIe-Slot stecken, das andere Ende mit der erhöhten Base an die Grafikkarte anschließen. Verschiedene Gehäuse bieten zum Teil unterschiedliche Lösungen, um die Slot-Brackets hinten vertikal zu positionieren. Informiert euch da auf jeden Fall vorher, ob euer Gehäuse diese Option bietet. BeQuiet bietet hierzu ein hochwertiges Riser-Kabel an und gleichzeitig unterstützt er unsere aktuellen Gehäuse wie das Darkbase Pro 901 vertikale Slots an, damit ihr eure Grafikkarte mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten könnt. Sieht schon schick aus, oder? Kommen wir noch zu den restlichen Kabeln, die nicht mehr so aktuell sind. Das IDE bzw. Molex bzw. Patta-Kabel wird für die Stromversorgung von älteren Festplatten oder optischen Laufwerken verwendet, ist aber heutzutage nicht mehr sehr gebräuchlich. Last but not least, Netzkabel. Es gibt verschiedene Netzkabeltypen mit unterschiedlichen Stromstärken und maximal übertragbarer Leistung. Der kleine C13-C14-Stecker ist für bis zu 10 Ampere und 250 Volt freigegeben, während der große C19-C20-Stecker bei 250 Volt für bis zu 16 Ampere freigegeben ist. Natürlich ist es auch immer eine kleine Kunst und gehört zum guten Ton, die Kabel innerhalb des Gehäuses bestmöglich zu organisieren und zu verlegen. Also so nicht. Und falls ihr Lust auf so ein Video habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dass ihr euch einen guten Überblick über die unterschiedlichen Kabel und ihre Funktion verschaffen konntet. Schaut gerne auf unsere Homepage in den Inside BeQuiet Blogartikeln. Dort erfahrt ihr noch mehr über den neuen ATX 3.0 Standard. Natürlich dürft ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren und einen Like hinterlassen für so ein Infotainment-Video. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin der Nam. Ciao, ciao und BeQuiet.